Wilhelm! Bauska! Po pierwsze, nie ma czego się obawiać, jeśli chodzi o kibiców polskich. Po drugie, na pewno wygramy mecz, we win a mecz. Po trzecie, no, fajna zabawa tu jest, mam nadzieję, że do końca się będziemy fajnie bawić. Mamy zgraną ekipę, najlepszych kibiców. W ogóle wszystko jest okej. Ja, also laut Medien war es ja gestern so, dass es leider irgendwelche Auseinandersetzungen gäbe heute, aber wir sind jetzt seit anderthalb Stunden hier, sind gut unterwegs, also wir kriegen eigentlich nicht viel negativ. Wir haben schon sehr gut mit den polnischen Fans unterhalten, also es hat wirklich sehr gut gepasst. Bis jetzt die Stimmung ist gelöst, jeder möchte sein Festle, man feiert recht gut miteinander, das passt. Nee, die Stimmung war gut. Ach, aber nee, die Randale waren keine Randale, da war ich heute mal fest. Das kann man nicht als Ausschreitung einstufen. Es hat sicherlich Streitigkeiten gegeben. Das ist früh erkannt worden durch szenenkundige Beamte, österreichische szenenkundige Beamte und szenenkundige Beamte der deutschen Polizei. Man hat dann nachgesetzt. Es ist zu Rangeleien gekommen, auch zu Körperverletzungen. Das konnte beendet werden. Es hat Festnahmen gegeben durch die österreichische Polizei mit Unterstützung von Eingreifkräften der geschlossenen Einheiten aus Nordrhein-Westfalen. The most important thing is that the German policemen are under the command of the Austrian. And otherwise it would not work. But they are under the command of the Austrian police and they have got some instruction concerning the rules and the law of Austria. And I think it's sufficient because they are working together. Croatia will win and will win 4-0. We know only my 2 hours. 2 hours. Good. Ja, ich hoffe, dass wir einen Punkt machen. Einen Punkt? Einen Punkt. Kroatien ja. So schwer, dass für Österreich? Ich finde, Kroatien ist ein schwerer Gegner, ja.